Wayne Stock? Sie wollen bewusst Rock'n'Roll-Elemente in unsere Gemeinde bringen? Was gibt's denn gegen ein bisschen Unterhaltung einzuwenden? Unterhaltung mag ja angehen, aber das ist doch... Wissen Sie, wir haben viele große Veranstaltungen hier. Holiday on Ice, Hausfrauennachmittage, Kenny G. Kenny G? Wie sieht's aus? Dürfen wir nicht mal eine Genehmigung beantragen, Shaw? Ich muss Ihnen sagen, wir lieben Rockkonzerte. Nicht! Betty Jo, bringen Sie uns bitte die Genehmigung für ein Festival, ja? Ja, Sir. Danke sehr. Sie müssen nur die notwendigen Antragsformulare ausfüllen. Die notwendigen Antragsformulare. So, bitte Danke sehr. Danke sehr, Betty Jo. Hey! Sie sind doch aus dieser Wayne's World-Sendung. Ja. Betty Jo? Ja? Danke sehr. Also dann, Sie brauchen die nötigen Anträge für die ausstehenden Genehmigungen. Zum Beispiel die Zustimmung der Handelskammer und der Gewerkschaften. Dann die GEMA-Formulare und ein Gutachten über den Geräuschpegel. Was ist? Stimmt was nicht? Was meinen Sie? Es ist mein Auge, nicht wahr? Warum sollten wir Ihnen in Ihr Auge schauen? Ist da irgendwas Besonderes mit diesem albernen Auge? Also, mein Auge ist absolut in Ordnung. Es fehlt nur eine gewisse Pigmentierung. Ich bin ein sogenannter partiell okularer Albino, aber das macht überhaupt nichts. Ich habe auf beiden Augen die normale Sehschärfe. Mr. Campbell, Sie meinen es wirklich ernst mit diesem Rockkonzert, ja? Soll das ein Scherz sein? Dafür würde ich mein rechtes Auge hergeben. Es ist Ihnen beiden klar, dass es da gewisse Verordnungen gibt, an die Sie sich halten müssen. Nun, ich würde sagen, ich habe ein Auge für Details. Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass Sie die $5,000 Mietgebühr haben. Sonst wären Sie hier nicht erschienen, nicht wahr? Wie mein? Ich höre wohl nicht richtig. Eine Mietgebühr in Höhe von 5.000 Krachern, Mister? Na klar haben wir die, logisch. So eine Kleinigkeit. Prima, dann müssen alle Formulare und Anträge ausgefüllt werden und in dreifacher Ausfertigung diesem Büro eingereicht werden. Und zwar nicht später als 10 Arbeitstage vor der Veranstaltung zusammen mit dem Geld. Okay, dann werden wir Sie jetzt nach Hause schleppen, fein säuberlich durchgehen und peinlich genau in Augenschein nehmen. Und sauber ausfüllen.